never seen. So they're really, really, it's wonderful. How is the area here in Garmisch? Super nice. Big mountains and well, now it's perfect weather. Yeah, fantastic. Yeah. Not too cold? A little cold, yeah. But not too bad. It's okay. Ein wunderbarer Tag. Wir haben hervorragende Bedingungen. Es ist wunderschön hier in Garmisch auf der Freefly-Messe 06. Wir haben tolle Bedingungen. Es ist sonnig, es ist warm. Man zeigt, dass man in Deutschland, in dieser Region, wunderbar fliegen kann. Und natürlich hervorragend hier eine tolle Show vom Helikopter runter zu zeigen. Hier haben wir Alessandro Plona aus Südtirol. Alessandro, zweimal Vize-Weltmeister, einmal Weltmeister in der Schafflügelklasse. Alessandro, ist das die Vorbereitung für die WM? Ja, es dauert nicht mehr lange. Gerät ein bisschen checken, probieren, wie es geht. Ja, und Spaß am Fliegen haben. Das heißt, wir werden dich mit dem Atos VR wirst du antreten zur Weltmeisterschaft? Ja, genau, das werde ich in Florida. Super Gerät. Florida werden wir sicherlich Spaß haben. Wer werden deine härtesten Gegner sein? Ja, der Christian, der ist der amtierende Weltmeister. Der Robert Reisinger. Und wie immer die Österreicher, ein paar Amerikaner. Das sind viele. Jede Menge. Guido Germann, Weltmeister, Vize-Europameister, deutscher Meister. Guido, du hast schon auf alles gewonnen, was man gewinnen kann, und heute freust du dich. Warum? Ja, es ist irgendwie wie Weihnachten, Neujahr und Geburtstag zusammen, weil ich mein neues Vögelchen ausgepackt habe. Ganz frisch, ist noch warm aus der Fabrik. Wo werden wir dich mit dem Vögelchen dann fliegen sehen? Ja, das ist meine Maschine für die Europameisterschaft für die kommende in Kroatien. So, Roger, wir haben ein bisschen was über den Archäopteryx schon erfahren. Jetzt sehen wir ihn mal live. Was war die Idee dahinter? Die Idee war ganz klar, das Verbinden von
Segelflug ähnlichem Fliegen mit Steuerung hier, Klappen wie ein Segelflugzeug, aber aufdrehen so langsam und eng wie ein Gleitschirmflieger. Ich habe es da hinten versucht zu zeigen, auch über den Platz. Man kann drehen und steigen mit den Vögeln ganz eng, am Abend noch fliegen, wenn die letzten Schwalben steigen. Aber auch wenn man sich vorstellt, dass voll verschalt, das Cockpit kann man zumachen wie ein Segelflieger, dann geht es aber auf hunderte von Kilometern richtig gut. Wer wird die Zielgruppe sein? Die Zielgruppe ist klar, die Leute, die wie ich dazwischen was suchen, zwischen Segelflugzeug, Drachen und Gleitschirm. Da war eine Lücke. Die Leute kommen jetzt, die sich das für das Fluggerät interessieren, aus beiden Ecken. Segelflugpiloten interessiert es, wie auch Hängegleiter oder sogar Gleitschirmflieger. Manfred Rohmer, mehrfacher Weltmeister, nicht nur flexibel, sondern auch in der Swift-Klasse. Manfred, du bist Titelverteidiger in Amerika dieses Jahr. Das ist Flachland. Wie klappt es da bei dir? Schauen wir mal. Ja, es ist, ich meine, ich kenne die Gegend gut vom Drachenfliegen her und werden wir sehen. Ich hoffe, dass überhaupt eine Wertung zustande kommt. Dass genug Piloten sind, das ist eigentlich das Hauptproblem. Also wir sind fix, sind wir 6 Swift und wenn noch 2 Class 5 mitfliegen, dann haben wir eine Wertung.